Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Revenge of the Cinema. Es ist Freitag, deswegen gibt es eine neue Nolan-Kritik und heute ist The Dark Knight an der Reihe. Und weil ich ja oft schon gesagt habe, dass The Dark Knight der für mich beste Film aller Zeiten ist, werde ich heute etwas Neues darüber erzählen und das tue ich, indem ich ihn mit zwei anderen sehr guten Filmen vergleiche. Als The Batman neu in die Kinos gekommen ist, wurde schnell gesagt, okay, der Film ist jetzt nicht so gut wie The Dark Knight, aber der Charakter Batman ist mehr im Fokus, was ja auch stimmt, weil in The Dark Knight ist natürlich auch Joker sehr in der Vordergrundrolle und in The Batman wurde dann gesagt, ja, weil so viel Zeit eben für den Charakter Bruce Wayne eben genommen worden ist. Deswegen ist es ein besserer Batman-Film, zwar ein schlechterer Film, aber der Charakter Batman wurde besser dargestellt. Und da widerspreche ich auf jeden Fall, denn Christian Bale ist mein absoluter Lieblings-Batman aller Zeiten, obwohl ich auch Ben Affleck sehr schätze. Aber Christian Bale hat in diesem Film wirklich drei völlig verschiedene Rollen auch verkörpert. Und zwar war er eben der öffentliche Bruce Wayne. Da gibt es diese berühmte Pool-Szene, wo er dann sagt, ja, ich kaufe das Hotel, so dieser Playboy, dieser Milliardär, der eben in der Öffentlichkeit auftritt. Und natürlich in der private Bruce Wayne, wie er eben mit Alfred redet, wie er eben dann über seine verlorene Liebe Rachel redet und so weiter. Also wo er ein bisschen sentimentaler wird, wo er sein tragisches Gesicht zum Vorschein bringt und natürlich den Verbrechen bekämpfenden Batman. Und es gibt diese Differenzierung, die den Charakter Batman so gut macht für mich, gibt es nicht in The Batman. Also, wenn man sich jetzt da ein Beispiel rausnimmt aus dem Film, als eben Bruce Wayne auf die Beerdigung des Bürgermeisters geht, dann geht er dann nicht hin, weil er irgendwie fühlt, dass er da jetzt irgendwie anwesend sein sollte, sondern nur, weil die Investigation von Batman ihm das eben bringen könnte. Also Batman und Bruce Wayne sind wirklich ein und derselbe Charakter, verhalten sich nicht anders, haben kein anderes Auftreten und daher ist das es ist kein großer Kritikpunkt für den Film The Batman, aber es ist eben ein Pluspunkt für The Dark Knight, weswegen ich auch der Meinung bin, dass eben The Batman nicht nur ein etwas schlechterer Film ist, sondern auch den Charakter Batman bzw. Bruce Wayne nicht besser darstellt. Und ein besonderes Merkmal bei The Dark Knight und bei Batman war ja eben, also bei The Batman, war ja eben die Eröffnungsszene, die ja wirklich beeindruckend war bei beiden Filmen und die ich auch viele weitere Male dann auf YouTube noch gesehen habe. Und das ist auch der Fall bei diesem Film hier. Revenge of the Sith hat eine fabelhafte Eröffnungsszene, wunderbar visuell, akustisch und die Bedeutung, die dahinter steckt und die einfach die Tragweite, diese Schlacht ist grandios und epochal inszeniert worden. Und das ist in einigen Szenen bei Revenge of the Sith so, dass sie wirklich absolut genial, einfach richtig geil, muss man einfach sagen. Es gibt 5 Lichtschwertduelle, viele davon sind wirklich ein Hingucker. Dann gibt es noch die Schlacht von Utterbol, die Schlacht von Kashyyyk, die richtig, richtig gut sind. Aber auch die Szenen, wo Palpatine Anakin manipuliert. Was will ich damit sagen? Ist, dass eben Revenge of the Sith mehrere Szenen hat, die der absolute Hingucker sind, wirklich richtig zum Genießen. Aber dadurch nicht wirklich dieses Niveau auch halten können. Weil wenn man sich eben bei Revenge of the Sith die ersten 20 Minuten anguckt, da hat man die Eröffnungsszene, über die ich gerade geredet habe, dann das erste Lichtschwertduell zwischen Anakin, Obi-Wan und Count Dooku. Und nach 20 Minuten nimmt der Film erstmal das Tempo ein bisschen runter, flacht erstmal ein bisschen ab. Es gibt eine Szene, wo der Dialog oft auch von mir kritisiert wird, wo Anakin mit Padme redet, ja, du bist so wunderschön, ja, nur weil ich dich irgendwie so lieb. Und das ist, das kann man dem Film sehr einfach verzeihen, weil es dann schon schnell losgeht mit der Schlacht um Kashyyyk, mit Anakin und seinem Streit gegen den Jedi Council. So, das macht den Film wieder nicht schlechter.
Aber es gibt einfach bei Revenge of the Sith einfach so diese absolute Höhe. Flacht es ein bisschen ab, dann gibt es wieder Höhen und dann normalisiert sich das wieder. Und deswegen ist das Grundniveau eben sehr gut, aber nicht fabelhaft. Und bei The Dark Knight habe ich nie das Gefühl gehabt, okay, jetzt nimmt der Film ein bisschen das Tempo runter oder diese Szene ist jetzt wirklich extrem besonders gut oder viel besser als die anderen, weil das Niveau einfach gleich bleibt und es ist einfach gleich hoch, es bleibt wahnsinnig hoch. Nach der Eröffnungsszene, wo eben The Batman und Revenge of the Sith ein bisschen das Tempo rausnehmen, geht es direkt völlig spannend weiter und interessante Szene, wie die Polizei versucht herauszufinden, wer Batman ist und dann treffen sich Gordon und Batman und Bat bei diesem Bat-Signal und das ist einfach ein anderes Niveau und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen näher bringen, warum ich The Dark Knight für so wahnsinnig fabelhaft halte. Da ich meine, The Batman ist der beste Film von 2022 meiner Meinung nach. Darüber habe ich ja ein Video, sogar einen Livestream gemacht und über Revenge of the Sith habe ich ja gerade auf Instagram sehr viel Positives eben geschrieben und indem ich jetzt diese Filme, die für mich beide eine klare 10 von 10 sind, da einen Aspekt rausnehme, der The Dark Knight viel besser umgesetzt worden ist, hoffe ich nochmal verdeutlichen zu können, warum. Ja, das war jetzt ein bisschen symbolisch, warum The Dark Knight der beste Batman-Film ist, der beste Christopher Nolan-Film, der beste Action-Film, ganz einfach der beste Film für mich aller Zeiten. Viel Spaß bei den weiteren Christopher Nolan Videos. Es geht nächste Woche weiter mit Inception. Inception.